Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Starshine Legacy. Ja, was haben wir in der letzten Folge erlebt? Wir waren in der Schule und haben uns für Glamour Number 5 interessiert. Der liebe Derek hat uns auch ein paar Fotos gemacht, aber die Jessica, die wir auch im kleinen Bildchen sehen, wollte uns dazwischen funken und ich denke immer noch, da ist irgendwas faul, ne? Ich weiß es aber, ob ihr es wisst. So, wir wollten jetzt weitermachen im Stall. Einfach weiter. Vorführung beim Stall. Anna nimmt Derek mit zu den Ställen, um ihm ihr Pferd Concord und ihre Reitkünste fortzuführen. Sie muss alles geben, um ihn zu beeindrucken und von Jessica abzulenken. Aber sie hat ein ungutes Gefühl. Irgendwas stimmt nicht mit Jessica. Aber sobald sie im Sattel sitzt, denkt sie nicht mehr daran. So. Vorführung beim Stall. Also jetzt ist der Moment der Wahrheit gekommen. Ich glaube, ich habe heute eine ordentliche Vorstellung gezeigt. Aber wenn Derek mich und Concord erstmal in all unserer Eleganz sieht, dann ist Jessica Geschichte. Ich wünschte, sie würde nicht zum Stall kommen. Sie wird sicher wieder versuchen, mich schlecht aussehen zu lassen. Aber das wird ihr nicht gelingen. Nee, bestimmt nicht. Ja, wo fangen wir mit den Ständesuchen mal an? Ich gehe wirklich alles mal ab. Im ersten Teil ist auch mal aufgefallen, dass manche Sterne auch ganz versteckt hier im Busch waren. Oder einfach von der Nase hängen. Na gut. Wahrscheinlich können wir da immer noch nicht rein. Nein. Tü-tü-tü. Nein, ich verlängere die Folge überhaupt nicht. Aber ich finde es in den alten Spielen so richtig gruselig, dass hier einfach nichts ist. Nichts. Küste. Sternchen. Sternchen. Hinten ist noch einer. Ist hier noch einer? Was zur Hölle? Da ist ein Loch? Wieso ist da ein Loch? Ihr habt es auch gesehen. Okay. Ja gut. Da scheint wohl ein Loch zu sein. War nicht hier irgendwo ein Stern? Da will ich jetzt ja was sagen. Okay. Dann holen wir uns hier hinten noch und dann ab zum Stall. Mal so ein bisschen, keine Ahnung, abhängen gegangen, ab ins Loch und so. Das geheimnisvolle Loch der Tiefe. Niemand weiß es, niemand kennt es. Na gut. Dann ab zu Concord. Doch heute generell SSO den Concord-Pulli mal angeschaut. Ich bin hier am Stall vorbeigerannt. Bevor ich in den Stall gehe, um Concord zu holen, muss ich mit Derek sprechen, okay? Und er sah eigentlich mal so schlecht aus. Es gibt ja von allen Pferden, von den Hauptpferden, Pullover. Vielleicht kann ich ja ein paar Fotos von euch beiden machen. Oh Gott. Hals trocken. Wartet. Nun, ich verbinde den Namen Glamour nicht unbedingt mit Pferdeäpfeln, Misthauf und Stallgeruch. Ich dachte, dabei geht es ums Exklusives. Mondenes? Keine Ahnung. Naja, ich will euch nicht den Spaß verderben. Ich finde das ein interessantes Konzept. Zeitlos, klassisch und innovativ. Im Fall von Anne ist es auch noch real. Und genau diese Idee wollen wir auf dem Markt von Glamour vermitteln. Bitte entschuldigen Sie einen Moment. Ich hole Concord schnell, dann können wir loslegen. Für einen Stadtmenschen wie Sie wird das hier bestimmt eine ganz neue Erfahrung. Ich freue mich drauf, Anne. Beeil dich, solange das Licht noch so günstig ist. Klar. Nachdem wir in ein Loch gefallen sind, können wir auch jetzt Concord holen. Oh, und da ist er auch direkt. Warte.
Chaka? Nee. Da war gerade eine Mauer. Das habt ihr auch gesehen, oder? Und wie immer einmal einer noch im Stall. Oh. Concord, jetzt müssen wir beweisen, dass wir die Besten sind. Streng dich heute besonders an, ja? Derek macht Fotos von uns und ich möchte doch gerne den Modelwettbewerb gewinnen. Nun, Herr Modefotograf, was Sie jetzt gleich sehen werden, ist ein klassisches Beispiel für die hohe Kunst des Dressurreitens. Perfekte Harmonie zwischen Pferd und Reiter. Timing und Koordination sind dabei alles und das zu lernen dauert ein Leben lang. Anne wird Ihnen eine kleine Kostprobe der Kür zeigen, wie wir gerade für den Wettbewerb nächste Woche trainieren. Mal ganz was Neues, was? Hey Derek, wenn Sie mit Anne fertig sind, können Sie ja vielleicht ein paar Bilder von mir mit dem Pferd machen. Dann sehen Ihre Bosse, dass ich diesen Country-Girl-Look genauso gut drauf habe. Hör mal, kannst du nicht einfach die Schnitt halten? Nun, Jess, das wäre nur fair. Ich bin sicher, Anne hat nichts dagegen, wenn du dich kurz neben Concord stellst, oder? Aha, jetzt nennt er sie schon Jess. Miststück. Und wohl ist mir nicht dabei, dass sie neben Concord posiert, aber darüber mache ich mir später Gedanken. Jetzt zeige ich Ihnen erstmal, was ich kann. Genau. Dies ist zwar nur ein Training, aber wir werden es trotzdem wie ein richtiges Turnier machen. Die Regeln für den Dressurwettbewerb sind einfach. Sie reiten bestimmte Dressurlektionen und zum Beispiel Wendungen und Piaffen. Heute sind keine Richter anwesend, daher werde ich Ihr Training hier beurteilen und Ihnen nach jeder Lektion Punkte geben. Sie können maximal 100 Punkte erreichen. Sie müssen jede Lektion innerhalb einer vorgegebenen Zeit ausführen. Andernfalls weise ich Sie an, mit der nächsten Lektion fortzufahren. Gott. Außerdem haben die 30 Sekunden Zeit, um Lektionen zu beginnen. Sonst scheiden sie aus dem Wettbewerb aus. Wir halten uns an diese Regeln, auch wenn es nur ein Training ist. Sie müssen fürs Turnier morgen vorbereitet sein. Morgen? Die blauen Pfeile auf dem Boden geben Hinweise darauf, wie eine Lektion zu reiten ist. Ein blauer Stern zeigt den Startpunkt einer Lektion an und ein zweiter blauer Stern deren Ende. In der Regel vergeben die Kampfrichter pro Lektion 0 bis 10 Punkte. Für einfache Lektionen gibt es weniger Punkte. Für eine 90-Grad-Wendung können sie zum Beispiel maximal 3 Punkte erreichen. Für eine 180-Grad-Wendung maximal 4 Punkte. Und nicht die Blumenkübel im Viereck umreiten, sonst gibt es Punktabzug. Und nun viel Glück, möge die Beste gewinnen. Guck mal, wie dünne Beine der auch generell hat, ne? Also. Bäh. Und er ist auf jeden Fall schmaler und dünner gebaut. Starshine ist eher so kompakt wie Tinken und Meteor ist ein bisschen protziger, hat mehr drauf. Ja. Gut, ne? So. Und rundherum. Ich bin rumgelaufen. Der Stern ist einfach nicht erschienen. Mensch. Immer diese Dressurreiter hier. Unglaublich, Programm. Die waren doch so perfekt. Oh Gott, Kurve, 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 rum und rum. Wir waren noch nicht ganz durch, Monsieur. Schimmerpell, Anne. Ihre Ware noch nicht drüben. Super. Das fehlen natürlich Punkte. Geil. Ich mag das Dressurreiten jetzt schon.
gut, aber gut. Und hier eine Wendung. Sowas von spannend hier. Schade, dass wir nicht mal irgendwie Trab oder Galopp oder so reiten können. Das ist echt alles nur im Schritt. Abgeschlossen. Wenn ihr ab und zu meinen Hund hört, nicht wundern, ich habe hier einen Gasthund. Ne, Chili? Das hat ja prima geklappt. Merkwürdig, irgendwie fühlte ich mich mit Concord stärker verbunden als jemals zuvor. Noch intensiver als sonst. Hoppalala. Also austreten kann er nicht hier, komischerweise. Ne. Weil die anderen konnten da wenigstens austreten. Anne? Anne, was ist geschehen? Wie bitte? Hat Concord etwa gerade mit mir gesprochen? Oh je, ich bin wegen der Muddelgeschichte wohl doch etwas überreizt. Reiß dich zusammen, Anne. Hm, ihm hat es doch nicht so gut geklappt, wie ich dachte. Irgendwas scheint Concord zu beunruhigen. Okay, Anne. Prinzessin? Kannst du mich hören? Schon wieder? Die Stimme kam von Concord. Sprichst du etwa tatsächlich zu mir, mein geliebtes Pferd? Ja, ich bin's. Ich weiß nicht, warum ich plötzlich sprechen kann, aber irgendwas ist da im Gange. Und ich befürchte, es ist etwas sehr Schlimmes. Mensch, bin ich froh. Ich dachte schon, ich drehe durch. Du weißt schon, so wie Lisa. Nun, Prinzessin, ich glaube, da stehen wir doch drüber. Immerhin haben wir beide eine gute Erziehung genossen und sind beide charakterstark. Ha, das ist toll. Du findest es also nicht, dass ich arrogant und hochnäsig bin? Ich habe den Eindruck, dass viele Mädels so von mir denken. Hm, das kommt wohl immer darauf an, wie man sich abgibt. Schließlich sind die anderen nicht halb so fotogen wie du. Du bist etwas Besonderes. Immerhin reitest du ein Pferd wie mich. Wir sitzen im gleichen Boot, Anne. Ich bin ja auch nicht gerade von Pferden meines Kalibers umgeben, oder? Oh Gott, Concord. Sehr gut, Anne. Jetzt machen wir noch ein paar hübsche Fotos im Stehen von euch beiden. Und dann vielleicht von Jess. Ich meine von Jessica. Mit deinem Pferd, okay? Hallo, Chili. Menno. Ja, dann mach doch Fotos, würde ich sagen, oder? Gib jetzt hier keine Chance, ja? Du willst den Wettbewerb doch mit unter fairen Voraussetzungen gewinnen, oder? Klar, Derek, ich werde die Dinge nicht verkomplizieren. Concord, benimm dich und sei nett zu diesem Mädchen, okay? Sie wird dich nicht reiten, sondern dich nur kurz neben dich stellen. Naja, das geht in Ordnung. Ich hoffe nur, dass ich neben ihr nicht allzu schlecht aussehe. Also Jessica, geh einfach auf Concord zu. Damit es auf Fotos so wirkt, als würdest du dich prima mit den Pferden auskennen, okay? Lol, Luftstreichen. Das wird spannend. Hey, Anne, sag mal, der beißt doch nicht, oder? Ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll, Anne. Es war doch nicht eigentlich nicht die Rede davon, dass sie mich auch noch berührt. Ich finde es unter meiner Würde. Oh, Hilfe. Super, Jessica, du machst alles kaputt. Concord, was ist passiert? Was machst du denn? Hey, Anne, was ist mit deinem blöden Pferd los? Es hockt einfach da wie ein Holzklotz. Hast du ihm das beigebracht, damit meine Fotos ruinieren? Geh mir aus dem Weg, Jessica. Mr. Hermann, mit Concord stimmt irgendwas nicht. Sieht schlimm aus. Schnell, wir müssen ihn in deine Box bringen. In deiner langjährigen Arbeit als Tierärzt ist mir so etwas noch nie untergekommen. Du hast bei Star schon auch nichts bewirkt. Mensch, Tierärztin. Sieht ernst aus, aber ich weiß nicht, was ich machen kann. Das gleiche ist vor einigen Tagen mit Star schon passiert. Hm, Lisa, kannst du vielleicht was machen? Ich versuche meine Kräfte einzusetzen, um Concord zu heilen. Es hat nicht gewirkt. Ehrlich gesagt, Anne, er scheint überhaupt nicht richtig hier zu sein. Es ist, als wäre seine Seele ganz weit weg. Mehr trinken? Komisch, Seelenreiter. Hm. Anne, ich fürchte, jetzt liegt es an ihm. Außergewöhnliche Umstände erfinden außergewöhnliche Maßnahmen. Was meinen Sie damit? Offenbar sind hier dunkle Mächte am Werk. Sie müssen die Lösung woanders suchen. Geht zu den Steinplatten, die ich im Wald entdeckt habe. Ich bin sicher, darauf findest du die Antwort. Linda hat jemanden namens Fripp erwähnt. Okay, ich mache mich sofort auf den Weg, um Concords Willen.
Später am gleichen Nachmittag Alex auf dem Weg zum Stall. Chili? Der meint sich gerade einen Hund die ganze Zeit kratzen zu müssen. Oh je, ich bin spät dran. Es wird schon kalt und neblig. Wahrscheinlich habe ich alles Fotosession bei den Pferdestellen verpasst. Das sieht aber sehr düster aus, da würde ich mich kaum allein hintrauen. Oh, Holz. Der Typ ist aber nicht mehr hinterm Baum, wie es eigentlich sein sollte. Aber Holz ist böse. Komisch, da hat jemand die Straßen mit dicken Baumstämmen blockiert. Mir schwankt nichts Gutes. Und hinter dem Baum da drüben scheint es sich jemand zu verstecken. Jetzt plötzlich. Diese zwielichtigen Burschen scheinen jemanden aufzulauern. Ich verstecke mich mal lieber hier und beobachte, was passiert. Also der eine ist sehr, sehr schlecht versteckt, muss ich sagen. Oh. Oh nein, die Schurken greifen Derek an und ich kann nichts machen. Da, er lässt die Fotos fallen und der Wind weht sie davon. Hey, was machen Sie da? Wer sehen Sie? Autsch! Schnappt ihr die Kamera. Ah nein, nicht meine Kamera. Sie machen sie kaputt. Lassen Sie mir meine... Oh, ganz viele Bilder, Jessica. Ein Bild hat man Jessica und Concord gerade gesehen. Dann speichern wir auch mal. Oh, da ist Fripp. Die Lichtung. Als Anna den Stall verlässt, schwirren ihr viele Fragen durch den Kopf. Es fällt ihr schwer, Concord zurückzulassen, aber wenn sie keinen Weg findet, zu ihm durchzukommen, schafft es auch kein anderer. Sie setzt nun alle Hoffnung auf die Inschriften auf den mysteriösen Steinplatten. Aber sie hat das Gefühl, dass sie nicht allein ist. Ist diese Gestalt Fripp echt oder nur eine Fantasieproduktion von Linda? Oh, die Lichtung. Grusel. Ich frage mich echt, ob wir auch mal irgendwann diese Sache hinter der Ruinen, also hinter den Ruinen sehen können. Ich hoffe ja wirklich, wir finden schnell heraus, was Concord fehlt, aber irgendwie habe ich so meine Zweifel. Das ist schon alles echt seltsam. Ich meine, er hat mit mir gesprochen. Vielleicht hatten Lisa und Lina doch recht. Ich sehe unten schon die ganze Konstruktion, wo wir langlatschen müssen. Valenta ist aber echt nichts. Hi Alex. Anne, da drüben sind seltsame Dinge passiert. Ich war auf dem Weg zum Stall und habe gesehen, wie Derek von Mrs. Sands Leuten überfallen wurde. Sie haben seine Bilder genommen und seine Kamera zerstört. Und nein, meine Siegerfotos für den Wettbewerb. Wie? Nur ein Foto haben sie auf jeden Fall fallen lassen. Und als ich es aufhob, sah ich, damit etwas nicht stimmte. Was meinst du damit? Habe ich darauf nicht wunderschön gelächelt? Ja, du warst gut getroffen, aber Concord hatte, so Flügel, weißt du? Und um dich herum war so eine seltsame helle Aura. Das ist ja komisch. Ich schickte das Foto per Handy, sobald wir aufgelegt haben. Dann schon mal die Eisenstange aufheben. Ja, diese Fotografie ist höchst seltsam. Wow. Ja, das stimmt. Das sieht eher aus, als wären die auf dem Wegrand gewesen. Statt irgendwie mitten in der Bahn. Aber gut. Oh, die Fackel ist laut. Diese Baumstämme versperren mir den Weg zu der Treppe dahinter. Ich muss mit dem Eisenträger irgendwie wegbekommen. Yep. Machen wir doch und hoffen, dass wir nicht runterfallen. So, die Hauptsache. Der Weg ist verflixt schmal. Ich muss sehr vorsichtig sein. Sonst stütze ich die Tiefe. Eine Stelle, da hinten sieht man schon diesen Stern leuchten. Da werde ich bestimmt nicht drüber springen. Ich kenne Bock runterzufallen. Mehr Holzstämme. Wenn ich diese aus dem Weg räume, kann ich vielleicht über den Abgrund springen. Oder soll ich lieber ganz vorsichtig auf den Stamm rüber balancieren? Holz, Holz ist böse. Zäune aus Jorvik. Boah.
Ja, macht es noch lauter. Ah, komm, den können wir uns aber mitnehmen. Die Fackel ist ja wieder leise. Ja, die Geräuschkulissen in dem Spiel sind noch ein bisschen merkwürdig. Es ist auch ein altes Spiel. Na gut, ne? So. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Holz runterkicken. Ja. Okay, geschafft. Dieser alte Baum sieht mir nicht sehr stabil aus. Vielleicht kann ich mit den Eisentringern umknicken. Du hast aber ganz schön viel Kraft, Anne. Also, muss ich ja mal sagen. Den Stern können wir es wahrscheinlich holen, ne? Die andere... Ich kann mir jetzt schon vorstellen... Nein, renne ich einen Stern weg. Wieso hätte ich... Anders hätte ich irgendwas entdeckt. Na komm. Wir tun's. Oh. Oh Gott. Okay. Okay, gut. Mit dem Aufzug komme ich rauf und wenn ich auf den nächsten Gelegenheiten nächstgelegenen Plattformen stehe, kann ich den Stein von der anderen stoßen. Ich nutze den Eisenträger. Zack, und jetzt geht's hoch. Chaka. Ne, Anne. Aber interessant, dass es so eine Konstruktion hier überhaupt gibt. Oh, hört sich euch wieder die Wahlgesänge an. Und die Musik. Ich frage mich eigentlich, wer macht die ganzen Fackeln hier immer an? Also, es würde auf uns warten, schon förmlich hier. Normalerweise, wenn man nicht immer rumgegangen ist, war hier ein Stern. Ich guck einfach nochmal rum. Stern? Sternchen. Dann eben nicht. Dann eben nicht. Dann hat kein Stern. War sowieso genug. Endlich, das ist die Stelle. Ich schaue mich mal etwas genauer um. Die Symbole muss ich mir genauer ansehen. Vier Pferde, vier Mädchen. Hey, die sehen ja wie Lisas und Star schon aus. Halt, war da nicht gerade ein Geräusch? Na, ich habe mich nur eingebildet. Dieses Pferd sieht aus wie Meteor und Linda. Und Linda reitet ihn. Oder jemand, der aussieht wie sie. Die Steinplatten müssen noch hunderte von Jahren alt sein. Hm, ob das Alex ist? Aber das Pferd erkenne ich nicht. Sieht irgendwie unheimlich aus. Hm. Mensch, das ist, sind ja Concord und ich. Und er hat Flügel? Alter, wie kannst du eigentlich schon da Flügel erkennen? Also, da sehe ich keine Flügel. Hm. Ich weiß nicht, wie man da auf dem Bild das Flügel erkennt. Steht ihr da irgendwelche Flügel? Ja, der kurze Schweif und die Stehfrisur halt, ne? Aber war's schon. Ich finde witzig, dass das Meteor auch so eine ähnliche Stehfrisur hat, obwohl es da schon die hat. Aber gut. Hm. Willkommen, oh du Auserwählte. Er spricht da. Hey, du bist doch nur ein Eichhörnchen. Du kannst gar nicht sprechen. Ich bin kein Eichhörnchen. Ich bin Fripp. Hab keine Angst, Anne. Ich bin dein Freund. Komm rüber und sprich mit mir. Okay, Fripp. Ein sprechendes Eichhörnchen. Wahnsinn, aber vielleicht weißt du, was hier los ist. Oh Gott, da hinten geht's schon los. Bitte, bitte sag mir, was Concord fehlt. Alter! Das Portalgeräusch kann bitte leiser sein.
Bitte sag mir, was Concord fehlt. Ich muss ihnen unbedingt helfen. Na, ruhig da hinten. Du bist einer von den Seelenreitern und ich bin Fripp. Ihr Freund aus einer anderen Zeit. Ich helfe ihm, wenn böse Mächte sie bedrohen. Concords Seele hat seinen Körper verlassen und ist nun an einen anderen Ort namens Pandoria. Du musst gehen und ihn zurückbringen. Aber er ist doch im Stall. Wie kann ich ihn zurückbringen? Pandoria existiert in den Herzen aller Lebewesen und dorthin zu gehen ist alles andere. Ist alles andere, als wanderte man durch einen Traum. Du musst fest an dich glauben und dem Pfad der Winde folgen. Durch das Tor und über den Abgrund, jenseits dieser heiligen Lichtung. Nur so gelangst du nach Pandoria. Was meinst du damit? Hallo? Hallo, es ist verschwunden. Ich frag mich ja, ist das hier mit uns beigebracht oder gesagt, dass Pandoria eine gefährliche Welt ist? Aber hier können wir einfach reinspazieren. Er lässt uns Fripp ohne irgendwelche Sachen rein. Oh, das Portal hat doch gruselig an. Ich will erst gar nicht wissen, wie es sich in Pandoria selbst dann anhört mit den Geräuschkulissen. Aber gut, wir fassen unseren Mut zusammen und rein. Das muss das Tor sein, von dem Fripp gesprochen hat. Oh, das Geräusch. Ich hoffe, das Eichhörnchen hatte recht. Nimm den Pfad der Winde. Schaffen das. Oh Gott. Mir wird ganz komisch. Oh, das ist ja ein Weg. Der wird mich hier in das geheimnisvolle Pandoria bringen. Und dann werde ich Concord retten. Abgeschlossen. Tschakka. Und somit haben wir auch jetzt weitere Folgen abgeschlossen. Ja, in der nächsten Folge werden wir Concord retten. Wir haben immer noch Montag bei mir. Ich weiß nicht, wie es in der Zukunft aussieht, wenn ich die nächsten Folgen rausbringe. Kann natürlich auch erst sein, dass nächste Samstag oder Sonntag rauskommen wird. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, aber ich muss noch Tasche packen und andere Sachen machen und den Hund vorbereiten. Sollte ich es doch schaffen, dann werdet ihr das ja die nächsten Tage sehen. Sonst wünsche ich euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zuschauen und ciao.